reagiert auf jeden Fall das Gas. Das funktioniert. Wenn man nippt, kommt auch was. Also, hast ja bei manchen, wo du erstmal so ein Stückchen hast, und ich glaube, da gibt es doch bis zum Schluss immer mehr. Bei meinen zum Beispiel habe ich das letzte Stückchen, passiert dann nichts mehr. Okay. Also, das ist einfach von alle dann. Aber. Wie ist dir der Gurtzeug gefallen? Gurtzeug? Ja, das ist Gewöhnungssache, weil es ein bisschen schmal ist. Ja. Weil die anderen, die haben immer diese eine Seite ein bisschen breiter gemacht, dann hast du mehr Platz drin. Aber so ist es bequem und ich bin auch gut reingekommen. Also das funktioniert super. Und herauskommen? Auch, kein Problem. Kein Problem. Einfach lang machen, fertig. Ja. Musstest du deine Hände benutzen, wenn du reinkommst? Nee, nein, ja, ja. Das finde ich auch wichtig, weil ich... Das ist so, ich wollte nur wissen, das muss gut eingestellt sein. Nee, das hat gleich funktioniert. Einfach zack, hoch, rein, hatte ich. Und wie war das der Drehmoment-Kompensation mit deinem Schirm? Drehmoment habe ich. Also, alles gut, nichts gemerkt. Also, das hat mich irgendwie jetzt mich. Ich habe wirklich auch mit viel wenig hin und her. Also, hat nichts irgendwie gewackelt oder so. Alles gut. Okay, danke. Wie ist das dir gefallen? Ja, ist wirklich ein ganz schöner Motor. ja, ist wirklich ein ganz schöner Motor. Also du merkst das Drehmoment, also es gibt mal so einen ganz kleinen, wo er anfängt wegzudrehen und dann wird es sofort quasi ausgeblendet wieder. Also wenn du Gas so gibst? Ja, genau. Okay. Das egalisiert sich dann wieder und du bist dann wirklich, ja, wie soll ich sagen, wieder in Vorwärtsfahrt. Gurtzeug? Gurtzeug ist super. Ich bräuchte es unten noch ein bisschen länger, denke ich mal von Beinen her, aber. Hast du die. Ein bisschen angezogen. Hast du es angezogen, okay. Und starten und hinsetzen? Starten super, ja. Okay. Die Landung hast du auch gesehen, ist perfekt. Also, du warst bei dieser Kälte ziemlich lang. Über schöne Jacke. Ja, du hast Heizhandschuhe. Ja, okay. Nee, also das. Weil du hast dasselbe Motor. Ja, ja, richtig. Nur anderes Käfig und Rahmen. Genau, anderen Rahmenbau und genau. Ja. Ja, ja. Gut, ich bin froh, dass es dir gefallen ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass man es merkt, muss ich ehrlich sagen. Und was waren deine Erwartungen dann? Ja, keine. Also mal testen halt. Ne? Okay. Und ob man da wirklich was merkt, weil ich sag mal, meiner ist ja auch schon ganz gut. Und da merkst du wenig, du merkst ein bisschen wenig, aber es stört nicht wirklich sein. Aber die merkst du wirklich... sobald er anfängt wegzudrehen, das ist so ein kleiner Moment und dann stellt er sich wieder zurück, sagen wir. Ja. Ja, genau. Du hast absolut recht. Ja, absolut recht. Gelesen, sag ich mal. Ja, da hast du absolut recht. Und dann, ja, dann bist du, also es ist auch, finde ich, nochmal ein Stück mehr dran am Bergfliegen als jetzt bei meinem. Also der ist auch schon, finde ich, sehr gut vom Gurtzeug, von Aufhängung her. Und ja, das ist gut. Danke. Danke dir.